Hallo, also ich bin also heute in Kolitzheim und da ist die SPD am Tagen und ich habe jetzt den Fraktionsvorsitzenden der SPD im Stadtrat in Schweinfurt vor der Kamera und es geht um den Haushalt 2015 der Stadt Schweinfurt. Herr Schmiedl, Haushalt 2015. Was sagt die SPD zu diesem Haushalt? Aus unserer Sicht ist der Haushalt eine Fortschreibung der letzten Haushalte. Er bietet wenig Neues. Er lässt vermissen, wohin die Richtung gehen soll in der Stadt Schweinfurt. Und wir sehen auch nicht die weitere Entwicklung. Wir sehen auch nicht, welche Probleme in der Zukunft angegangen werden sollen. Gibt es denn seitens der SPD Anträge zu diesem Haushaltsplan? Natürlich gibt es Anträge. Wir haben insgesamt 13 Anträge gestellt, weil wir der Auffassung sind, dass bestimmte Probleme angegangen werden müssen, dass wir uns in bestimmten Bereichen weiterentwickeln müssen. Schwerpunktmäßig stützen sich die Anträge in dem Bereich Konversion. Hier sind wir der Auffassung, dass endlich vorbereitende Schritte durch die Stadt erfolgen müssen, dass die Liegenschaften von der Stadt ohne große Probleme im Anschluss nach der Aufgabe der Amerikaner übernommen werden können. Zweiter Schwerpunkt ist die städtische Infrastruktur. Hier sind wir seit vielen Jahren der Auffassung, dass zu wenig investiert wird, um diese zu erhalten. Jetzt habe ich natürlich auch mal reingeguckt, nämlich in den Plan. Und das sind ja also von den Kosten, was für die Erhaltung der Straßen und für die Brücken ja doch sehr wenig veranschlagt. Wenn man bedenkt, dass die Brücken ja in sehr altem Zustand sind und renoviert werden müssen. Das ist ein Problem, das wir in den letzten Jahren immer wieder angesprochen haben. Wir haben in den letzten Jahren auch immer wieder Anträge gestellt, dass hier mehr Mittel investiert werden müssen. Es ist richtig, wir haben ein Gutachten vorliegen, wonach jährlich 2 Millionen Euro notwendig sind, um die Straßen in einem guten Zustand zu halten. Im Haushalt ist, denke ich, ein Betrag von 300.000 Euro nach unserer Auffassung viel zu wenig. Was sagt die SPD zu einem Radfahrer, für die 100.000 Euro, die für den Radfahrweg geplant sind seitens im Haushalt? Auch das ist nach unserer Auffassung viel zu wenig. Wir haben einen Verkehrsentwicklungsplan, wo das Radwegenetz der nächsten Jahre vorgezeichnet ist. Wir haben einen Antrag gestellt, dass weitere 100.000 Euro in den Haushalt mit aufgenommen werden, um vernünftig das Radwegenetz, das in Schweinfurt sehr viele Lücken aufweist, fortschreiben zu können. Es geht ja um die Finanzierung auch noch von dem E-Campus, der also kommen soll, wo die Regierung ja 2,7 Millionen, also die badische Regierung, zur Verfügung gestellt hat. Wie sehen Sie jetzt die weitere Finanzierung von diesem E-Campus? Ist er denn überhaupt sichergestellt? Es ist richtig, dass im Haushaltsdoppelplan der bayerischen Staatsregierung 2,7 Millionen eingesetzt sind. Das wird mit Sicherheit nicht reichen. Hier muss sich der Freistaat weiter bewegen, muss weitere Mittel zur Verfügung stellen. Da ist auch der Oberbürgermeister gefragt, um in München seinen Einfluss geltend zu machen. Wir sind außerdem der Auffassung, bei dieser Nordbayern-Initiative der Staatsregierung ist Schweinfurt sehr schlecht weggekommen. Auch hier wären Mittel notwendig. Also gut, Dankeschön.